Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Jawohl, ich mache glaube ich die behindertsten Abmoderationen ever, aber hey, ich bin nun mal behindert. Okay, Feuerunterstützung, hör dir Militärfrequenz gedötzt an. Während ich in der Nähe von Lexington und dem College Square unterwegs war, hat mein Pepper einen militärischen Funkspruch empfangen. Ich soll ihn mal anhören, um herauszufinden, was los ist. Das sollte ich in der Tat machen, aber ich habe ja da letztens sehr viel gehört, ne? Also. Ja, gehen wir mal ganz kurz hier nochmal hin. Wo waren das hier mit diesem, genau, Grey Garden? Da war ja die Frequenz irgendwo. Was ist das denn hier für eines? Im Commonwealth gibt es kein institutionelles Rechtssystem. Mit Verbrechern wird kurzer Prozess gemacht und ihrem kriminellen Handeln ist spätestens dann ein Ende gesetzt, wenn sie tot sind. Das stimmt. Was ist das für eine Waffe? Naja. Werden wir wohl nicht mehr rausfinden. Schade. Die Militärfrequenz war ja hier wieder zu hören. Ja. Yep. Da ist er ja. Was gibt's denn da Feines zu hören? Vielleicht hören wir heute mal was. Kann ja mal sein. Glaubst du, es ist gleich? Nein, das ist es nicht. Ja. Das glaube ich dir sofort. Ich wette immer noch, dass das irgendwie dieser Vertical Dome ist. Vielleicht irre ich mich aber wie soll man denn da hochkommen? Das ist hier die Frage, meine Damen und Herren. Vielleicht da hinten, ich bin mir nicht sicher, was ist denn hier los? Ups, wollte ich gar nicht. Wann willst du, wollte ich. Mr. Handy, treibst du auf, komm, nehmen wir einfach mal mit, ne? Weißt du? Was kostet die Welt? Mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Boah, ich habe schon gesehen, wo Leute hier gebaut haben, ne? Heilige Mutter Gottes. Ja, schön, dass die Frequenz verloren gegangen ist. Ah ja. Ich drücke einfach mal ganz kackendreist auf F5. Speichern wir mal schnell. Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als ob man hier hoch sollte. Oder kann auf jeden Fall. Nein. Achso, hören wir automatisch. Super. Es wird unter Garantie auch was hier oben sein. Ich meine, hallo, der Vertibird. Ich meine, hallo, wo ist Duckmeat? Wieder ganz allein unterwegs. Liegt doch gerade wieder kein Müll rum. Finde ich schade. Ich hole trotzdem mal schon mal die Waffe raus. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, wer da so auf einen wartet, ne? Es könnte ja jeder sein, aber ich glaube, der hätte nur schon geschossen. Was war das denn hier für eine Anzeige? Keine Ahnung. Was denn? Warum höre ich das? Hallo? Dogmeat? Und nicht, dass der jetzt unten ist und verletzt ist. Ach Mann! Diese Hunde-KI. Mann, schon wieder! Diese Hunde-KI ist so dämlich. Was machst du denn da unten? Wo bist du überhaupt? Das ist ein Busch, okay. Das tut mir jetzt irgendwie voll leid, aber ich meine. Ach Mann, doch mit. Was machst du denn? Alter, ohne Witz, ne? Hallo, Vertibert. Ich höre immer noch nichts, dass sie so dämlich vertragen. Warum sollte ich mir anhören? Hallo. Okay, aber diesen Vertibert kann man auf jeden Fall nicht weiter begutachten. Von daher. Wird er wohl nicht die Frequenz sein? Jetzt lass mich doch mal hier weg. Schöne Autos, aber liegt da was drin? Ne? Könnte ja sein, ne? Ups. Da schießt jemand. Oder es war eine Explosion. Eins von beiden. Sucht's euch aus. Splittermine. Sowas Böses. Ansonsten gibt's ja nichts, ne? Nö. Ach, Dogmeat, da bist du hier. Mensch, war ja oft genug hoch runtergefallen, bis du hier gespawnt bist. Das freut mich. Gut, also bis jetzt mag ich diese Quest hier am meisten, dass ich mir das Radio anhören soll. Auch wenn es hier nichts gibt. Hey, ich höre es mir gerne an. Da hinten sind wieder irgendwelche Kühe oder sowas. Irgendwas sowas in der Art. Ja, gefällt mir die Quest. Ich weiß, dass da hinten geschossen wird. Da möchte ich jetzt aber nicht hin. Warte mal, ist doch diese Corvega-Fabrik, hier waren wir ja auch schon. Es ist ja alles ganz schön und ganz nett immer. Wenn hier was wäre, würde ich mich ja halt doch schon irgendwie freuen, ne? So ein bisschen. Ich gehe mal zu diesen komischen Markierungen da. Auf dem Hut, mal sehen, was das bringt, ne? Dogmeat geht erstmal schwimmen, das ist schön, das ist ein gutes Recht als amerikanischer Hund. Was liegt denn da? Ach, Müll. Müll. Ja, es ist.
Militärfrequenz verloren gefunden. Ja, toll, aber hier ist ja halt nichts, ne? Der Vertibird ist unten. Warte mal, kann man da hoch? Also dann oben, ne, war. Nö, sie könnte. Nee. Nee. Was ist denn hier los? Das wollte ich gar nicht. Na, mach doch mal hier runter. Nein. Mein Gott. Ich hasse es, ne? Ich hasse es. Hier ist auch mir nichts, was aussieht wie ein Eingang, ne? Ja, gefällt mir die Quest. Ja, cool. Muss man damit vielleicht im Panzeranzug hier rumlatschen? Vielleicht, unter Umständen. Blast Radios. Yeah, man. Oder Blast Radios. Weatherway, cool. Man muss so viel für Geräusche. Ah, Fusionszellen, wunderschön. Toter General, oder Soldat besser gesagt. Na, ich Pilz, ja, nimm den mal mit. Nimm den. Dann kann man bestimmt noch sein Essen würzen. Fusionszellen. Das hat keiner aufgesammelt irgendwie so, weißt du? Ich meine, der liegt da wahrscheinlich so 200 Jahre. Hat keiner. Ah, oh, hat keiner aufgesammelt. Na gut, interessiert mich auch nicht. Gehen wir mal über den Fluss. Was ist denn hier eigentlich? Oberlandstation. Huch. Ja, wollen wir mal die Oberlandstation besuchen? Klingt gut, irgendwie. Ich meine, von der Frequenz haben wir jetzt ja momentan nicht viel. Da höre ich sie einfach nur nicht, weil ich auf Stereo wieder wechseln muss, ne? Höre ich immer noch nichts. Gut, dann kannst du mich ja mal getrost am Arsch lecken. Und ja, wir gehen uns mal die Oberlandstation angucken, ne? Wo sind die? Direkt über der Brücke, ja. Da drüben, oder was? Ja. Ja, schießt dir mal, ne? Oder ach, komm, wir gehen einfach mal dahin, wo es schießt. Ach, gehen wir mal hin. Vielleicht können wir jemandem helfen. Ach, guck an. Haben wir denn mein schönes Gewehr? Das sieht mehr aus wie so ein Knast, ne? Ja, guck an, das spawnt auch langsam die Fahne. Bist du ein Raider? Fred O'Connell, Söldner. Naja. Bist du die Militärfrequenz? Was geht ab? Entschuldigung, tut mir leid, nichts zu verkaufen. Ach, das ist doof, ne? Zu Vault 81, um Nachschub zu holen. Vielleicht findest du ja dort, was du suchst. Was suche ich denn? Weitergehen. Ja, wo war die Mine? Wer stört denn da meine Mittagsruhe, verdammt? Ältester Maxen, Enklave. Nicht Enklave. Ach wohl. Wie heißt Wiesen denn? Bruderschaft, mein Gott. Oh Gott. Oh, ich will zustechen. Die sehen schon irgendwie ein bisschen furchterregend aus. Nee. Ich bin öfters hier. Okay, dieses Zustechen macht eindeutig zu viel Spaß. War der Bildschirm mal so nah dran? Na, dankeschön. Ne, halt mal. Ach, na, von mir aus. Mach, was du willst, es ist mir scheißegal. Ich probiere das Lasergewehr mal aus. Das ist gut. Nur das Visier mag ich nicht so ganz, aber na gut. Glaubst du, in dieser Zeit gibt es echt noch jemanden, was darauf auch jemand heil ist oder nicht? Aua. Lang lebe die Königin. Lauf mir doch bitte ins Feuer. Bist du die Militärfrequenz zufälligerweise? Wäre schon Zufall, ne? Ja, von mir, Entschuldigung. Stehst doch halt immer im Weg. Ah, sprich mit Pelle, die Danse. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Vielleicht ist die Zivilist. Warte mal, mein Unterwart gefunden. Was hast du denn? Was ist denn da? Nichts. Achso. Schwert mit X. Munition. Strottpatrone. Ritter Kane. Ach Gottchen. Kleine Babyflasche. Warum hat er das denn dabei? SB-Uniform. Aha. Ja, dem stimme ich zu. Okay. Scheiße, keine SM-Uniform dabei. Naja, kann ja nicht alles haben. Dich stört's auch nicht, wenn ich erstmal ein bisschen loote, ne? Ich meine, wer bist du denn schon, dass ich mich sofort um dich kümmern müsste? Du bist niemand.
Eine Sicherung. Ich habe eine Sicherung durchgedreht. Haha. Ich hätte ja ganz gerne mal ein bisschen. Was waren das nochmal, was ich brauchte? Habe ich schon ganz vergessen, was ich brauchte. Was brauchte ich denn nochmal eigentlich? Ach ja, Schrauben. Stimmt ja, da war ja was. Na, Dickerchen. Naja, quatsch mal mit dir. Ignorierst du oft Leute? Ja, besonders Leute wie dich. Ja, ich hasse dich eigentlich, ne? Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Dich ignorieren. Wer bist du? Sarkastisch, meine Sache. Über so versucht zu überleben. Ja, sarkastisch, ne? Ich bin Kammerjäger. Ich habe gehört, dass ihr ein Problem mit wilden Ghulen habt. Meinen Fragen auszuweichen, ist ein sicherer Weg, von unserem Gelände zu fliegen. Aha. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Warum die Fragen, Süßer? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Da hast du irgendwie recht. Ja. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Heuere mich an. Wer bist du wirklich? Du bist verloren. Lass mich helfen. Irgendwie würde mich das schon interessieren, aber irgendwie, das weiß nicht, ob die Dialogoption dann verschwindet, ne? Probieren wir es einfach mal. Ich würde gerne helfen, aber ich hasse Geheimnisse. Wer bist du? Sag schon. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sterlernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Helen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Eine Sicherung? Hier ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sterlernen Bruderschaft zu helfen? War wieder klar. Das ist nicht das. Ja, wer ist denn die Stählerne Bruderschaft? Was ist die Stählerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht, ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Missbrauch von Technologie, sarkastisch, klingt eigennützig, eine gute Sache, ja. Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Das klingt doch ganz vernünftig. Gute Sache, ne? Ihr kämpft für eine gute Sache. Es freut mich, dass du das ebenso siehst. Es gibt nur wenige außerhalb der Bruderschaft, die verstehen, in welcher Gefahr wir als Spezies schweben. Also, was sagst du? Wirst du uns helfen? Was bleibt mir denn anders übrig? Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Wunderbärchen, ne? Bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf dem Bein bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Ich heiße auch nicht Zivilist. Ich gebe dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute. Okay, Großer. Gehen wir. Ja. Komme ja schon. Machen wir das mal. Aber erstmal möchte ich mir dann doch ein kleines... Red X einwerfen. Wo ist denn? Na nee, right away. Power down. Wäre schon irgendwie ganz witzig, ne? Immer voll Elf wieder. Und einmal bitte die Null wählen. Sprich mit Paladin Dance. Ja. Wir gehen uns mal ein bisschen umschauen. Was jetzt da so toll im Polizeirevier gibt, ne? Erinnere mich aber auch schon wieder fast an die Mission mit Freydog in Fallout 3, wo wir einen Dingsterbums holen sollten. Ja. Guck mal, gleich einen Computer gefunden. Ist das nicht toll? Stell eine Bruderschaft. Warum ist denn das immer so weit weg, ey? Das ist jetzt nicht so toll. Befehle des Aufklärungsteams Gladius. Die aktuellen Befehle des Aufklärungsteams Gladius lauten folgendermaßen. In das Gebiet mit der Bezeichnung Commonwealth vorrücken, um eine gewöhnliche Fernaufklärungsmission durchzuführen. Jegliche außergewöhnlichen Aktivitäten sind per Fernkommunikation an Schwertscheide zu melden. Einsatzdauer nicht festgelegt. Paladin Dance.
Okay, so im Nachhinein ist das doch nicht so schlecht, dass so ein bisschen weiter weg ist. Paladin Dance, jetzt habe ich es nicht gelesen. Ach du Scheiße, persönliches Tagebuch. Na gut, Aufzeichnung Nummer 1. Nach mehreren Monaten hat mein Trupp gerade die Grenze ins Commonwealth überschritten. Wir haben uns entschieden, sofort die Region Boston nach einem sicheren Gebäude zu durchsuchen, das wir als Aufklärungshauptquartier nutzen können. Kurz darauf wurde mein Trupp von den Wäldern angegriffen. Die Powerrüstung von Ritter Kane wurde zerstört und wir verloren einen Teil unserer Vorräte. Zum Glück konnten wir die Angreifer in die Flucht schlagen und unsere Mission fortsetzen. Glück gehabt. Aufzeichnung 2. Wir haben ein sicheres Gebäude in Cambridge entdeckt, das offenbar ein Polizeirevier war. Wir konnten das Gebäude säubern und fanden eine Menge Vorräte und Munition aus Vorkriegszeiten. Laut Gelehrter Halen ist das Gebäude stabil und bestens zu verteidigen. Ich habe entschlossen, hier unser vorläufiges Hauptquartier aufzuschlagen. Aufzeichnung 3. Nachdem Hayden feststellte, dass die Corvega-Fabrik in Lexington möglicherweise wertvolle Vorkriegstechnologie enthalten könnte, starteten wir einen Durchsuchungseinsatz. Ich befahl Daves, die Anlage zu erkunden, und er fand dort eine erhebliche Anzahl Raider vor. Ich gab den Befehl zum Angriff. Als wir uns näherten, wurde auf unseren Trupp geschossen. Ritter Warwick wurde verwundet, also befahl ich einen Rückzug nach Cambridge. Auf dem Weg trat Vader Brach auf eine Landmine. Gelehrte Halen versuchte ihn zu behandeln, aber Brach erlag seinen Verletzungen. Ich möchte herausheben, wie löblich Halen sich für ihn eingesetzt hat. Das ist ja echt wirklich löblich. Nummer 4. Unser gescheiterter Einsatz in Corvega ist jetzt 2 Tage her und ich muss leider melden, dass Ritter Warwick gestorben ist. Nach seinen Schusswunden war er gelähmt und er hatte innere Blutung. Gelehrter Halen sagte mir, dass er leidet und weniger als 5% Chance auf Genesung hat. Ich autorisierte sie, ihm mit einer Überdosis Schmerzmittel Sterbehilfe zu leisten. Ich möchte erneut den Einsatz herausheben, mit dem Gelehrter Halen sich bemüht hat, Warwick zu retten und dass sie ohne Widerworte meinen letzten Befehl befolgt hat. Sie ist eine eiskalte Mörderin. Gut, Aufzeichnung 5. Haben heute bei Bezugspunkt A113 den nächsten Mann verloren. Dieser Bereich enthält 2 Ruinen, nämlich den Flughafen von Boston und Fort Strong. Der Flughafen ist beinahe vollständig verlassen, aber in Fort Strong oder Strong wimmelt es nur so vor Supermutanten. Wir wollten in der dortigen Waffenkammer aufmunitionieren, aber Ritter Sergeant Daves wurde getötet. Das ist seit unserer Ankunft schon der 2. Rückzug, den ich befehlen musste, und unser 3. Toter. Ich empfehle eine baldige vollständige Bombardierung dieser Position. Aber nicht bevor ich da war. Aufzeichnung 6. Gelehrte Halen hat ungewöhnliche Energiewerte gemessen. Angeblich befinden sie sich auf einer Trägerfrequenz eines extrem hohen Frequenzbands, wodurch sie sehr wahrscheinlich nicht aus der Vorkriegszeit stammen. Die Werte treten außerdem nur sehr sporadisch, äußerst kurz und nur an sehr bestimmten Orten auf. Die Signale klingen sehr schnell ab und sind schon nach wenigen Stunden von Halens Instrumenten verschwunden. Wir haben nicht die notwendigen Geräte, um den Ursprungsort der Werte herauszufinden, also versuchen wir, ihn durch Triangulation zu ermitteln. Triangulation. Aufzeichnung Nummer 7. Wir versuchen, Schwertschalter die Energiewerte zu senden, die Halen ermittelt hat, aber die High-Gain-Antenne des Reviers wurde von einer Rakete eines Supermutanten beschädigt und wir können die Daten nicht mehr übertragen. Halen versucht, die Antenne zu reparieren, aber sie weiß noch nicht, ob wir die nötigen Ersatzteile haben. Das ist immer sehr schlecht. Gut. Was haben wir denn hier noch? Gladius Personalstatus. Ritter Sergeant Daves. Okay, die sind alle verstorben. Ja gut, das müssen wir nicht unbedingt wissen. Wir wissen ja, wer hier lebt. Ne? Die drei hier leben und der Rest ist im Arsch. Gute Führung, muss ich sagen. Gefällt mir. Mentats, meine. Was ist hier noch? Eine Kaffeekanne. Eine Kochplatte. Hey, da war Schrauben drin. Hey, gelehrte Helen, persönlicher Eintrag. Scheiße, hätte ich gleich mal wiedergeben können. Wo waren das jetzt nochmal? Ach nee, das war ja im Inventar bei Diverses. War das bei Diverses? Ja, natürlich. Okay, privates Logbuch. Sullys Tagebuch. War es das? Oh ja, was soll denn passieren, ne? Lesen. Achso, nein, das nicht, pardon. Ich wollte das Tagebuch bitte lesen, Wiedergabe. Schmeiß mal rein die Disk. Ach du Scheiße. Sullys Aufzeichnung 1716. Nee, warte mal, den hatten wir ja schon, den Typen. Nee, chill mal. Wer war denn. Wo ist denn das jetzt? Ach hier, gelehrter Halen, persönlich einer. Ja, jetzt. Lesen müsste man können. Einsatz gelehrter Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Ich weiß nicht. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählenden Bruderschaft beizutreten. Haltet doch mal jetzt die Fresse da hinten. Ich bin nicht beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte.
dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel, aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Pussy. Na gut. Tut mir leid wegen den anderen. Warum so nett? Warum bist du mir gegenüber so nachsichtig? Ich bin erst seit kurzem bei der Bruderschaft. Früher war ich wie du, allein unterwegs. Deshalb weiß ich, wie es ist, wenn einem jeder, dem man begegnet, eine Waffe ins Gesicht hält. Auch wenn es nicht so aussieht, ist Dance doch ein guter Kerl. Er ist eben Soldat. Protokoll ist sein täglich Brot. Und Rice? Naja, sagen wir es einfach so. Er ist sturer als jeder Brahmin. Aber weißt du was? Ich würde ihnen beiden mein Leben anvertrauen, weil sie gute Menschen sind. Und so etwas findet man heute nur noch selten. Das mag wohl stimmen. Gut, danke für die Erklärung. Und ich irgendwie für eine große Nummer? Ja, mich schon, ne? Warum so wütend? Was auch immer, aufpassen. Aufpassen. Schau genau zu, vielleicht lernst du ja was. Hör zu, Schlaumeier. Ja? Die einzigen, die mir Ratschläge erteilen, sind meine Vorgesetzten. Du bist hier nur eine angeheuerte Aushilfe, mehr nicht. Deinen Respekt verdienen, deine Meinung zu schade, ich halte mich raus. Zu schade oder deine Meinung? Aushilfe oder nicht, ich habe getan, was von mir verlangt wurde. Du zeigst also Rückgrat. Gut. Wirst du auch brauchen, wenn du bei uns bleiben willst. Und jetzt erkundige dich mal besser, ob es schon einen neuen Auftrag für dich gibt. Naja. Schade, ich wollte mich gerade so ein bisschen mit ihm beefen. Hat nicht so ganz geklappt. Och. Doch, den lässt man warten, weil es ein Arschloch ist. Mein Gott. Darf man sich ja nicht mal umgucken. Alle sofort am Rumheulen. Mami, Mami. Was ist denn hier der versprochene Waffenvorrat? Geht's hier wieder raus oder ist das eine Tür? Ne, da geht's wieder raus nach Cambridge. Das möchte ich, glaube ich, nicht. Ich weiß es noch nicht. Was war das denn? Ich weiß nicht, ehrlich nicht. Ich hätte es gewusst, hätte es bemerkt. Hi, ich suche trotzdem noch Waffen. Mir wurde ein Waffenvorrat versprochen. Und versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Hey, ein Computer. Kann man bestimmt wieder was ob für die Zisten-Sonnenbrille. Oh. Eieieiei, wo ist denn die? Falsche Taste. Machst du bitte mal, Dankeschön. Ah, oh, sieht ja mal diesen sexy Boy an. Jetzt soll den blöden Helm hier abnehmen. Eieieiei. Na, wenn der mal nicht sexy aussieht. Gut, den Computer kann man natürlich nicht benutzen. Warum auch? Hier ist ein Safe. Experte, natürlich. Antiker Globus, der hat Schrauben. Der Tischwendler da auch, hey. Sagt Wirbelsäule im Aktenschrank, ja, gut. Ich hab dein Rückgrat gefunden. Haha. Rahmen. Das war ein unglaublicher Kampf, nicht wahr? Ja. Hat man dir je gesagt, dass du ein blutrünstiger Irrer bist? Das weiß ich schon. Hat man dir je gesagt, dass du total süß lächelst, wenn du versuchst, wütend zu werden? Alla, alla. Netter Versuch, der netteste seit Tagen. Ja, ich möchte hier trotzdem erstmal noch alles erkunden. Es tut mir natürlich auch leid, dass Paladin schlapp mich dort wartet. Aber soll er doch warten, ne? Blödes Arschloch. Handschellen, haha, wir brauchen Schrauben. Schrauben, Stimpack. Also, das nehmen wir alles mal mit, so just for fun. Kronkorken, Metalleimer. Aluminiumdosen sollte man auch nicht übersehen, ne? Danke. Psst. Ja, das wollte ich gar nicht. Abbrechen. Ich wollte die Bierflasche mitnehmen. Ja, wo ist denn? Oh Mann, das sieht so niedlich aus. Da wünscht man sich selbst direkt wieder ein Hund. Aber egal, hier ist sonst nichts mehr. Ein paar Kronkorken halt noch. Dann geht's gleich runter in den Keller. Tischventilator laut damit Schrauben. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Keine Werkbank.
Frostschutzmittel. Gut, wofür auch immer wir das benötigen sollten. Nehmen wir es halt einfach mal mit. Nehmen wir es einfach mal hin. Dass es existiert. Eine Lupe. Ja, alles mal mitnehmen hier. Alles mitnehmen. Was war denn das? Habe ich die Box mitgenommen? Komisch. Na, ich muss doch die Box hier mitgenommen haben, oder? Die ist irgendwie runtergeglitscht. Muss ich mir nochmal angucken in der Aufnahme. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen seltsam. Verblasstes Visier, ja? Nee, Mann, ich habe meine Polizistenbrille, Alter. Was will ich denn mit einem Visier? Was? Operation was? Operation Wintersende. Ja, hau mal rein, ne? Hallo Team, Captain Whitmark hier. Hi. Willkommen bei der Sonderkommission. Operation Wintersende beginnt jetzt. Ah, gut. Zusammen werden wir Eddie Winter von seinem Thron stoßen und seinen Hintern in einen 2000 Volt Entspannungssessel verfrachten. Ah ja. Es wird Sie sicher nicht verwundern, dass unsere Operationen in Boston, nun, um es kurz zu machen, verraten wurden. Winter hat überall seine Leute, auch im BPD. Also haben unsere Kollegen auf der anderen Flussseite in Cambridge uns freundlicherweise gestattet, das Cambridge Police Department als Hauptquartier zu nutzen. Machen wir uns an die Arbeit. Viel Glück. Interessant, glaube ich. Mir wurden Waffen versprochen, aber ich habe keine gefunden. Das finde ich schade. Darum mache ich jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir mal mit dem Arschloch sprechen, ne? Bis dahin, tschüss.